Wir sehen hier drei Zahlengeraden. Alle drei Zahlengeraden haben einen blauen Punkt, dessen Position wir ermitteln müssen. Pass auf, der Abstand zwischen den Teilstrichen ist nicht immer 1. Beginnen wir mit der ersten Zahlengeraden. Hier haben wir zwei Punkte eingetragen, minus 2 und minus 10. Der blaue Punkt befindet sich weiter links, das heißt, er ist mehr negativ. Was bedeutet ein Sprung von minus 2 zu minus 10? Das ist ein Zweiersprung, weil es zwei Teilstriche sind. Und es bedeutet mathematisch gesehen eigentlich minus 2 minus 8 gibt minus 10. Jetzt kann ich einfach weiter Zweiersprünge machen nach links. Nach links ist immer minus minus 8. Dann gehe ich weiter nach links. Und nach dem dritten Sprung lande ich schon bei meinem blauen Punkt. Minus 10 minus 8 gibt minus 18. Minus 8 minus 18 minus 8 gibt minus 26. Jetzt kann ich hier jedoch auch mir zuerst anschauen, ja, was wäre denn ein Einersprung? Ich habe immer Zweiersprünge gemacht, aber was wäre ein Einersprung? Ein Einersprung, wenn ein Zweiersprung minus 8 ist, ist ein Einersprung minus 4. Und so könnte ich einfach mit Einersprüngen genau gleich zu meinem blauen Punkt gelangen. Minus 2 minus 4 gibt minus 6. Minus 4 gibt minus 10. Minus 4 gibt minus 14. Minus 4 gibt minus 18, minus 4 gibt minus 22 und nochmals minus 4 gibt minus 26. Schauen wir uns den zweiten Zahlenstrahl an. Hier haben wir die Punkte minus 11 und minus 5 eingetragen. Der blaue Punkt befindet sich weiter rechts, das heißt, er ist mehr positiv. Und hier haben wir einen Zweiersprung von minus 11 nach rechts zu minus 5. Wir wissen, ein Sprung nach rechts bedeutet eine Addition. Wir rechnen plus. Minus 11 plus wie viel gibt minus 5? Das ist plus 6. Jetzt sehe ich hier jedoch, mit Zweiersprüngen lande ich nicht beim blauen Punkt. Deshalb muss ich zuerst schauen, was ist denn ein Einersprung? Was bedeutet das mathematisch, ein Einersprung? Wenn ein Zweiersprung, wenn zwei Schritte plus 6 sind, dann ist ein Schritt plus 3. Und so kann ich jetzt mit Einerschritten beim blauen Punkt landen. Minus 11 plus 3 gibt minus 8 plus 3 gibt minus 5. Plus 3 gibt minus 2. Plus 3 gibt 1. Plus nochmals 3 gibt 4. Mein blauer Punkt ist die 4. Gehen wir zum dritten Zahlenstrahl. Hier haben wir die Punkte minus 7 und 1 eingetragen. Der blaue Punkt ist wiederum weiter rechts. Das heißt, wir gehen nach rechts. Ja, was bedeutet die Bewegung von minus 7 nach rechts zu 1? Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist eine Addition plus wie viel? Plus 8 in diesem Fall. Und mit nur einem weiteren Zweiersprung lande ich beim blauen Punkt, beim gesuchten Punkt. 1 plus 8 gibt wie viel? Ja, das gibt 9. Unsere gesuchte Zahl ist 9 und damit sind wir schon fertig mit diesem Video.